Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein XXL Pack Opening und ich habe natürlich miesen Stuff dabei. Natürlich habe ich was selber gekauft und es gibt natürlich den neuen Drop von Rutatu, den Drop 9, und ich habe Stuff von Pegador, Freunde. Es gibt natürlich Rabattcodes. Checkt das Video ab. Als allererstes will ich noch ganz kurz etwas in eigener Sache erwähnen, und zwar, wie ihr wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen habt, habe ich angefangen auf Twitch Livestreams zu starten. Unten der Link, Freunde, abchecken, jeden Sonntag um 20 Uhr bin ich live, gerne vorbeischauen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Pack Opening an und los geht's. Ich habe mir hier ein lang ersehntes Piece gekauft, und zwar über close.cell, danke an Basti auf jeden Fall, der mir den Schuh organisiert hat. Es ist ein Yeezy Pirate Black, wirklich auch nicht leicht, wirklich einen Originalen zu finden. Natürlich ist mittlerweile sehr viel im Umlauf, auch für sehr wenig Geld. Ich glaube, mittlerweile gibt es den Pirate Black für knapp 300, 400 Euro. Früher waren die bei 600, 700, 800 Euro und der Turtle Dove war bei über 1000 Euro. Den habe ich ja auch hier. Es ist natürlich kein Sneaker, den man jetzt irgendwie mega hypen würde jetzt mittlerweile, weil der Sneaker ist halt schon etwas älter und mittlerweile ist halt auch Yeezy. Ja, man kann es feiern, man kann es nicht feiern, aber Off-White ist halt eben mit Nike sehr, sehr am Start. Und auch mit Travis Scott, Nike Collab ist auch mega krass. Ich wollte mir hierbei einfach nur ein Grail holen, was ich damals immer unbedingt haben wollte. Jetzt habe ich ihn, danke auf jeden Fall an Basti. Und hier, das ist der Pirate Black, Freunde. Sehr nicer Schuh, kann man auf jeden Fall auch sehr geil kombinieren. Aber ist es nichts Gehyptes. So, ich habe natürlich noch den Turtle Dove auch am Start, den habe ich ja schon länger. Und der ist natürlich den Pirate Black dazu. Ich finde, der einfach ist so ein Must-Have in der Sammlung. Muss man nicht haben, ist auch kein Schuh, den man jeden Tag trägt. Aber ich wollte die damals, waren beide einfach unheimlich teuer. Jemand, der die beiden in Besitz gehabt hat, war auf jeden Fall, würde ich sagen, ein krasser Typ. Oder hatte eben Fakes, und jetzt habe ich einfach beide in meinem Besitz. Und ja, freut mich auf jeden Fall. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem nächsten Paket. Das war auf jeden Fall mein Grail, Freunde, habe ich mir gekauft. Und wie gesagt, ist nichts Besonderes, aber ich wollte es unbedingt haben. Ich habe hier ein Paket von Pegador bekommen, und zwar mittlerweile auch ein sehr guter Partner von mir. Ich kann euch wirklich die Seite empfehlen. Checkt die ab unten in der Beschreibung, Freunde. Auch privat, die Jungs, sehr cool drauf. Ich habe natürlich einen Rabattcode für euch abgecheckt, und allgemein zu Pegador kann ich noch eine Sache sagen. Ich finde es cool, welche Zielrichtung gerade die gehen. Die wollen mehr in diese Street Couture, High Fashion, einfach allgemein vom Style her, wie ich mich auch kleide, in die Richtung wollen die auch gehen. Und da wird in Zukunft auf jeden Fall mehr von Pegador kommen. Und checkt auf jeden Fall den Stuff jetzt ab, den ich euch gleich zeigen werde. Denn der kommt heute, also am Samstag um 12 Uhr morgens bzw. mittags online. Denkt an meinen Rabattcode, ist natürlich unten auch alles verlinkt. Und ich würde sagen, lass uns mal schauen, was die so eingepackt haben. So, da ich jetzt gerade im Sommer einen sehr, sehr hohen Slipper-Verschleiß habe, Freunde, tatsächlich, ich trage zu Hause die ganze Zeit Slipper, auch gerade eben habe ich welche an. Und auch wenn ich rausgehe, allgemein Freibad oder sonst ins Schwimmbad, Freunde, habe ich sehr viel Slipper an. Und hier die neuen von Pegador, könnt ihr abchecken, New Heat. Die Kollektion heißt nämlich Heat, also von dem her, das ist eben die Begründung, warum wahrscheinlich hier New Heat draufsteht. Auch zweideutig natürlich. Könnt ihr abchecken, ich kann euch nur empfehlen, die Slipper in einer größeren Size zu bestellen. Ich habe nämlich Größe 42 und habe hier die Slipper in der Größe 43. Checkt die auf jeden Fall ab, und ich würde sagen, lass uns mal weiter auspacken. Was habe ich noch bekommen? Einmal eine leichte Sweatpant. Erinnert mich auch so ein bisschen in die Richtung vom Schnitt wie Palm Angels. Sind unten eben Straight Leg und nicht allzu eng seitlich mit diesem Streifen, wo Pegador draufsteht. Der Fit ist auf jeden Fall Stretch, sehr locker, und kann man im Sommer auf jeden Fall auch abends irgendwie rocken, wenn man locker rausgehen will. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Ich werde auf meinem Instagram auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich Bilder damit machen in meiner Story. Checkt auf jeden Fall auch mein Instagram ab, und unten ist natürlich alles verlinkt. Was habe ich noch bekommen? Einmal auch ein Paket mit Socken, sehr nice, kann man hier auch cool kombinieren. Weiß-rote Socken mit weiß-roten Slippern, sehr nice für den Sommer. Ich finde es irgendwie geil, einfach Slipper anzuziehen und dann mit weißen Socken mit einer kurzen Hose. Ist ein bisschen provokant, die Leute denken sich, was hat denn der da an, aber ich finde es einfach geil. Einfach ein bisschen auffällig und ein bisschen Welle machen, würde ich sagen. So, dann habe ich hier noch ein Shirt von Pegador mit einem kleinen Frontprint, wo Pegador draufsteht.
Vom Fit her, es ist ein leichtes Shirt, Oversize geschnitten. Ich habe eine Größe L. Ich bin ungefähr 1,75 und ca. 88 Kilo. Ich mag es halt eher ein bisschen weiter und lockerer. Von dem her habe ich es mir ein bisschen größer zukommen lassen. Die Shirts fallen allgemein ein bisschen oversized aus. Hier mit dem Backprint New Heat, passend zu der Kollektion. Ich habe hier noch den anderen Stuff. Einmal ein Creme-Shirt, dann einen schwarzen Sweater. Und dann einmal nochmal die Hose, die ich eben gezeigt habe, mit einem grünen Neonstreifen. Wer es ein bisschen auffälliger will, ich kann euch wirklich die Hose entweder in der Farbe oder in Schwarz empfehlen. Die sind wirklich abends für den Sommer, wenn es locker sein sollte und nicht zu warm, aber trotzdem eine lange Hose, sind wirklich fresh. Denkt an meinen 15% Rabattcode, Freunde. Unten ist Pegador verlinkt, mein Link ist dran. Und um 12 Uhr am Samstag, also beziehungsweise jetzt gleich, kommen die Sachen online. Kommen wir zum nächsten Paket. So, ich werde mal einen Schritt nach hinten gehen, weil ich hier die Sachen ein bisschen mehr zeigen will. Ihr habt ja im letzten Video gemeint, ich soll öfters mal auch die Sachen anziehen und besser zeigen. Daher einfach mal ein bisschen größere Distanz zu der Cam. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil Rootatoo, der Drop 9, wo jetzt am Sonntag um 11 Uhr droppen wird, unten alles verlinkt, Rabattcode ist auch am Start, Freunde, wird sehr viel droppen. Also es kommt wirklich einiges und auch sehr viel Farben dazu. Ich würde sagen, lass uns mal mit der allerersten Farbe anfangen, und zwar hier mit der grauen. Ich würde sagen, vom Hoodie her ist es für mich die krasseste Farbe, aber ist natürlich alles Geschmackssache. Es sind noch andere Farben da. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Es lohnt sich definitiv. Einen kleinen wichtigen Tipp kann ich euch noch geben, Freunde, und zwar holt jetzt einen Notizblock oder ein Handy raus und notiert euch den Stuff, weil ihr müsst aufpassen bei den Größen. Es gibt hier einen neuen Schnitt von den Hoodies und auch einen alten Schnitt. Ihr dürft da nichts verwechseln, weil sonst werden die Sachen euch zu klein oder zu groß kommen. Also ganz wichtig, notiert euch die Größe oder schaut euch das Video mehrmals an, damit ihr auch wisst, was ihr am Sonntag kaufen werdet. Ich kann euch noch eine Sache sagen, wartet nicht allzu lang. Ich weiß schon von den Leuten her, von meiner Instagram-Story, dass wirklich die Sachen gehypt sind und die Leute draufstürmen werden. Also wartet nicht so lang und verpennt den Drop nicht. 11 Uhr am Sonntag. So, lass uns mal mit dem allerersten Hoodie anfangen. Das ist Drop 9, der neue Schnitt. Ich würde erstmal sagen, ich zeige euch mal die krasse Waschung. In der Produktion wurde der Hoodie wirklich extrem krass gewaschen, damit auch diese leichten Flecken hier im Hoodie zu sehen sind. Nicht wundern, kann sein, dass der Hoodie vielleicht ein bisschen überbeleuchtet ist, weil hier die Ringlights sehr stark am Leuchten sind. Ich würde sagen, ich ziehe den Hoodie erstmal an, damit ich euch den Schnitt vom Fit einfach zeige. Und dann werde ich auch was dazu sagen, wie die Sachen allgemein fitten. Notieren, Freunde, nicht vergessen. So, das ist der neue Schnitt, Freunde. Ein ganz besonderes Detail hat dieser Hoodie. Und zwar einmal hier diese Pockets vorne. Man hat einfach den Stoff von dem Hoodie einfach umgedreht, um einfach hier nochmal ein ganz besonderes Detail an den Pulli ranzubringen. Hoodie ist allgemein Jobschulter geschnitten. Man sieht, die Nähte sind sehr tief gemacht. Die Kapuze ist hier diesmal von Rootatoo was Neues, ohne Kordeln. Die Kapuze ist auch ein etwas lockerer. Unten am Bund ist der Hoodie auch etwas lockerer. Also nicht wundern, wenn der Hoodie kommt und ihr denkt euch, warum ist es alles so locker? Es ist einfach gewollt und das ist der neue Style und der neue Schnitt von Rootatoo, Freunde. Qualitativ muss ich über Rootatoo gar nicht mehr so viel sagen. Es ist, jeder, der Rootatoo kennt, weiß ganz genau, sehr weicher Stoff, allgemein auch sehr geile Waschung. Man sieht es hier vielleicht an der Cam nicht so extrem, aber der Hoodie wurde extrem sehr, sehr stark gewaschen und auch, aber trotzdem nicht mit Qualitätsverlust. Sieht optisch sehr geil aus, es schauen auch keine Nähte raus. Es ist nicht irgendwie Billigqualität, es ist wirklich sehr, sehr stark verarbeitet. Den gleichen Hoodie gibt es natürlich noch in zwei anderen Farben, also im Gesamten gibt es drei Farben und dazu gibt es auch drei verschiedene Hosen. Die werde ich jetzt euch zeigen, Freunde. Ich werde natürlich auch Bilder einblenden, ich habe teilweise mit dem Stuff auch schon Bilder gemacht. Hoodie ist wirklich sehr bequem, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und es gibt natürlich auch Shirts und nochmal eine kurze Shorts. Abchecken, Video ganz durchschauen, Freunde. Und natürlich Notizen machen, denn ihr müsst euch merken, es gibt einen alten Schnitt und auch einen neuen Schnitt. Das ist der neue Schnitt. Ich habe hier bei den Hoodies eine Größe L und bin ungefähr 1,75 groß und wiege ca. 88 Kilo. Aber ihr merkt, der Hoodie ist trotzdem sehr locker an mir. Normal habe ich bei Rootatoo immer XXL gehabt. Jetzt habe ich halt eben eine L, weil die Sachen allgemein gut oversized fitten. Ich würde sagen, kommen wir zu der Hose in derselben Farbe. So, Freunde, ich würde sagen, das ist die Hose 2019. Ohne Witz, Freunde. Schaut euch mal die krasse Hose an. Es ist eine Heavy Sweatpant.
von dem Wort heavy jetzt nicht einfach vorstellen, dass die Hose hier 13 Kilo wiegt oder so. Die wiegt schon ein bisschen was, aber es ist auch Qualität und man merkt, es ist so mega weich. Auch hier ganz besonders gemacht bei der Hose. Komplett die Hose oder fast komplett wurde hier inside out verarbeitet. Also wurde quasi hier die Fläche komplett Innenseite nach außen gedreht. Sieht sehr, sehr geil aus und hier dieser Streifen an der Seite wurde eben halt normal gemacht. Ich finde im Allgemeinen die ganzen Details inside out und dann doch wieder normal sehr geil. Man sieht es vorne hier an den Taschen auch sehr cool gemacht. Das sind einfach sehr feine, aber doch coole, optisch geil aussehende Details. Auch die Pockets hinten und der Bund ist auch sehr dick und auch stretch. Vorne die geilen Kordeln, nicht allzu lang und auch sehr dick gemacht, aber trotzdem irgendwie nicht billig und qualitativ sehr stark hier mit diesem, was soll es sein, gummimäßig in lila. Wirklich sehr geile Details von der Hose, aber jetzt kommen wir zu der Hose nach unten. Da hat die Hose auch was Spezielles und das finde ich auch sehr, sehr geil. Wir haben hier unten komplett mit Knöpfen, es sind, meine ich, drei Knöpfe hier bis nach ganz unten und dann einmal diesen stabilen Klettverschluss mit dem Root Tattoo Logo. Auch hier komplett sehr stabil gemacht, Qualität sehr stark, Klettverschluss hält wirklich sehr gut. Qualitativ kann ich euch wirklich die Hose wirklich, wirklich empfehlen, Freunde. Verpasst den Job nicht, jetzt am Sonntag um 11 Uhr. Und denkt an meinen Rabattcode. Die gleiche Hose gibt es nochmal in zwei anderen Farben. Und den Hoodie natürlich auch nochmal, wie gesagt, in zwei anderen Farben. So, und das ist der Hoodie in einer anderen Farbe. Ich würde sagen, beide Hoodies sind in Grau. Das eine ist eben ein sehr helles Grau oder beziehungsweise ein relativ helles Grau. Und das ist halt eben ein dunkles Grau. Nicht so extrem gewaschen wie der andere Hoodie, aber auch eine leichte Waschung. Auch hier dieses Detail inside out an den Pockets vorne. Drop Shoulder vorne hier mit dem kleinen Print. Und wie gesagt, Freunde, das ist einfach nur, damit ihr jetzt seht, wie die Sachen im Allgemeinen fitten. Ich werde hier natürlich auch ein paar Bilder online stellen. Und ansonsten kann ich euch halt wirklich, wie gesagt, eine Sache kann ich euch noch sagen. Ich würde, wenn ihr morgen den Stuff kaufen wollt, nicht versuchen, eben die Hose in Grau und dann nochmal den Hoodie in Grau zu bestellen, sondern versucht, die Sachen cool zu matchen, außer ihr kauft euch beide Farben komplett als Anzug, dann kann man das machen, aber zum Tragen würde ich halt einfach allgemein einfach die helle Hose mit einem dunklen Hoodie kombinieren oder halt eben anders kombiniert die dunkle Hose mit dem hellen Hoodie. Werdet ihr hier natürlich auch auf den Fotos sehen, warum ich das meine, aber wenn ihr Bock habt auf die komplett beiden Farben, kauft euch auf jeden Fall die Hose in beiden Farben und den Hoodie in beiden Farben. Aber es gibt noch eine dritte Farbe, zu der kommen wir gleich. Ach, was ich noch vergessen habe, natürlich dieselbe Hose, die ich gerade eben gezeigt habe, nochmal in diesem dunklen Grau. Ich will jetzt auch gar nicht so viel reden. Die Hose ist natürlich auch inside out komplett geschnitten, auch qualitativ. Ja, alles dasselbe. Auch bei der Hose müsst ihr aufpassen. Ich habe hier bei der Hose eine Größe L. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin 1,75 groß, habe etwas dicke Schenkel. Die Hose ist mir ein bisschen zu lang. Ich habe allgemein das Problem, dass ich einfach mit meiner Größe und mit meinem Gewicht Probleme bei Hosen habe. Ich würde sagen, von der Länge her bräuchte ich eine Größe M. Aber da ich so dicke Schenkel habe, habe ich halt dann doch die L genommen. Und daher habe ich einfach im Allgemeinen ein bisschen das Problem, dass die Hose mir ein wenig zu lang ist. Und ich würde jetzt einfach sagen, um das Video nicht extrem in die Länge zu ziehen, jetzt zeige ich euch noch den gleichen Schnitt in Batik, Freunde. Und der ist wirklich sehr, sehr krass. So, hier haben wir einmal die Batik-Hose. Die kann ich auch empfehlen. Extrem, extrem, extrem auffällig. Auch mal was ganz anderes. Auch inside out. Das wird man wahrscheinlich jetzt hier nicht so stark erkennen. Von der Qualität natürlich alles gleich. Will ich jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen. Unten Knöpfe auch am Start. Und jetzt kommen wir zu dem Hoodie. Und der Hoodie in Batik hat was Besonderes. Er ist nicht derselbe Schnitt wie den hier, den ich gerade anhabe, sondern es ist der alte Root Tattoo Schnitt. Und da müsst ihr bei der Größe ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn ihr den hier in L zum Beispiel nehmt, müsst ihr auf jeden Fall bei dem Batik eine Size höher gehen, weil der fittet ein bisschen kleiner. So, das ist der Batik Hoodie von Root Tattoo, Freunde. Die Farbe ist so krass. Es ist, ich weiß nicht, ob es auf der Cam so krass rüberkommt. Ich werde hier nochmal ein Bild auch einblenden. Ich habe damit Fotos gemacht. Digga, schaut euch mal diese Waschung an. Einfach krass gemacht. Es ist einfach gerade Trend, dieses Batik. Ich meine, ich habe es auch vor kurzem bei Shindy gesehen. Und auch allgemein so, jeder rockt gerade dieses Batik. Es ist so ein bisschen Vintage-mäßig. Und was ihr bei dem Hoodie auf jeden Fall aufpassen müsst, habe ich gerade eben erwähnt, nehmt auf jeden Fall eine Size höher.
als sie bei dem Hoodie vom neuen Schnitt. Oder geht einfach nach der Size, wenn ihr schon mal beim letzten Job den Racing Hoodie oder den 8er Job von Lutato Hoodie gekauft habt, nehmt dieselbe Size. Es ist nämlich derselbe Schnitt und ich habe hier bei dem Hoodie eine XXL und der fittet halt stark oversized. Ich mag es auch immer sehr oversized. Ich würde sagen, der Batik, der wurde sehr, sehr unterschätzt. Ich habe das einmal in der Story kurz gepostet, dann war so ein bisschen Unsicherheit, aber ich finde ihn echt, ist der so krass, Freunde. Schreibt mal unten in die Comments, wie ihr allgemein den Stuff findet und auch den Batik. Was ich im Allgemeinen noch vergessen habe zu erwähnen, und zwar die ganzen Sweatpants auf Lutato am Sonntag werden ca. 84 Euro kosten. Mit meinem Rabattcode seid ihr ein bisschen günstiger dann. Und die Hoodies werden ca. 89 Euro kosten. Denkt natürlich an meinen Rabattcode. Und ich würde sagen, jetzt gibt es noch einen Hoodie. Der ist ein bisschen speziell, können auch Frauen rocken, so wie auch Männer. Weil Kanye West rockt extrem diese Farben. Lass uns mal abchecken. So, da ist er. Es ist auch der alte Schnitt. Den habe ich ebenfalls in XXL, ein etwas lila Farben. Ich habe den Hoodie oder beziehungsweise die Farben bei Kanye West gesehen. Er rockt die gerade extrem mit diesen krassen Waschungen. Und ja, den kann ich auch für Frauen empfehlen. Sehr weicher Stoff, mega geiler Fit. Und wie gesagt, passt auf bei den Größen. Es ist nämlich der alte Schnitt und hier müsst ihr auf jeden Fall mindestens eine Size hochgehen. Langsam neigt sich das Video zum Ende und zwar hier habe ich noch das Lutato Shirt. Das ist auch so eine spezielle, besondere, geile Farbe, finde ich. Kanye West rockt die gerade. Ich werde versuchen, nochmal ein Bild zu finden, wo Kanye West dieses lila, verwaschene gerade am Rocken ist. Und die Besonderheit bei dem Shirt ist einfach, dass die Löcher da sind. Das Shirt im Allgemeinen hat auch sehr, sehr starke Waschung. Ich hoffe, es kommt allgemein rüber in dem Video, weil die Beleuchtung hier ist sehr, sehr stark. Und dann haben wir nochmal zwei andere Shirts und eine weitere Shorts und dann war es das auch schon. Wenn ihr euch ein Shirt holen wollt, Freunde, kann ich euch auf jeden Fall das blaue hier empfehlen. Es ist hier reverse geschnitten, wie mein Collab-Tee, wie ihr es kennt. Es ist hier mit Absicht schon umgedreht. Allgemein die Nähte auch hier am Ärmel sind umgedreht. Ist alles beabsichtigt. Auch sehr stark gewaschen. Dieses Blau feiere ich auch extrem. Ah, und das Shirt habe ich in einer Size XL. Ich mag es ein bisschen weiter, lockerer, wisst ihr. Und die Shirts werden ca. 54 Euro kosten. Und mit meinem Rabattcode, Freunde, natürlich ein bisschen günstiger. Die Shirts haben allgemein einen Backprint. Könnt ihr auch abchecken. Wird natürlich alles auf der Lutato-Seite sein. Und kommen wir zu dem letzten Shirt. So, da ist das gute Stück. Es ist ein Neongrün, würde ich sagen. Also wirklich extrem grell, sehr stark. Es ist auch hier mit den Löchern am Kragen. Vom Sizing hier auch eine XL bei mir für den weiten Schnitt. Auch sehr auffällig. Backprint hinten drauf, Freunde. Und jetzt kommt das allerletzte Piece und zwar die Shorts. Auch ein sehr besonderes Teil, finde ich, weil in dem letzten Job gab es dieselbe Shorts in schwarz, war sehr schnell ausverkauft. Ich merke, hier rasselt doch die ganze Zeit was. Nicht wundern, wahrscheinlich habt ihr schon die ganze Zeit im Video gesehen. Ja, hier ist die Shorts, Freunde, aus dem letzten Job genau dieselbe, auch vom Fitting. Ich habe hier eine XXL, ich habe sie mir etwas weitergenommen. Die Hose, sie fittet ein bisschen cropped, also von der Länge her ist die nicht extrem lang, sondern ein bisschen kürzer, aber dafür ein bisschen breiter. Ja, wie gesagt, die gab es im Job 8 in einer schwarzen Farbe und jetzt gibt es dieselbe Hose hier in einem Grau. Also die war extrem gehypt, war auch sehr schnell ausverkauft. Wer die Hose haben will, auch sehr schnell zuschlagen, Freunde. Wie gesagt, zum Sizing habe ich schon Sachen gesagt. Die Hose wird um die 60, 65 Euro kosten. Auch gerne abchecken. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der Stuff hat euch gefallen. Denkt unten an meine Rabattcodes. Ihr könnt wirklich Geld sparen. Denkt an den Job von Pegador. Kommt jetzt gleich um 12 Uhr online an einem Samstag. Und einen Tag darauf, also am Sonntag, kommt um 11 Uhr der Lutato-Job. Denkt bei beiden Seiten vorne an meinen Rabattcode. Nicht vergessen, ihr könnt Geld sparen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht allzu lang. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich die Sachen auch anziehe. Unter der Bedingung, dass das Video allgemein ein bisschen länger sein wird. Ihr habt alle zugestimmt, dass ihr Bock drauf habt, dass ich den Stuff auch anziehe, auch ein paar Bilder zeige. Habe ich endlich gemacht, Freunde. Gebt mir Daumen nach oben, kommentiert mein Video und schreibt auf jeden Fall, was ihr so von dem Stuff gehalten habt. Dankeschön.